Hallo, herzlich willkommen bei Mobilsäge BW und Hermann Massivholz. Mein Name ist Patrick Hermann und ich bin Ihr direkter Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Holz. Das heißt zum Beispiel Beratung, Fertigung und Verkauf. Angefangen hat bei uns alles mit mobilen Sägewerksdienstleistungen und auch Baumfällungen. Das bieten wir weiterhin an, jedoch liegt der Schwerpunkt mittlerweile auf meinem Holzhandel und ganz besonders auf Tischunikaten. Und eine weitere Besonderheit bei uns ist, das Holz stammt zu 98% aus der Region. Region heißt Stuttgart, Nürnberg, wo ich eigentlich herkomme, und auch Rottenburg, und wird durch uns selbst vor Ort aufgesägt. Eine weitere Besonderheit bei uns, was ich den Kunden anbieten kann, ist, er kann sich bei mir seinen Wunschtisch, sein Rohling für seinen Wunschtisch direkt vor Ort aussuchen. Das heißt, bei mir im Lager, in der Werkstatt, wir schauen um, er hat eine riesige, reichhaltige Auswahl an ständig verfügbarer Rohware dafür. Und oder er kann bei mir auf der Website im Holzshop unter der jeweiligen Rubrik, da findet er ebenfalls alle Rohlinge einzeln fotografiert, teilweise mit Video versehen und allen Daten, die ich zu dem Baum habe, sammeln können. Unsere Arbeitsweise, klar, wir arbeiten schon mit Maschinen, vielen Handmaschinen, so ist es nicht. Aber gerade diese Unikate, die verlangen sehr, sehr viel Handarbeit. Das heißt, man sieht hier wirklich noch mit vielen traditionellen Hobeln, japanischen Werkzeugen. Also steckt unheimlich viel Handarbeit, aufwendige Handarbeit drin, bis wir solche Rohlinge in sagenhaft schöne Tischplatten verwandeln. Aber das macht dann auch den, behaupte ich jetzt einfach mal, das macht den Charme und den Reiz aus. Und was mir immens wichtig ist, ist auch, sage ich mal, wenn ich an den Kunden denke, also die Tischplatte, wenn die fertig ist, die muss der absolute Wahnsinn sein. Der absolute Hammer, ohne Wenn und Aber. Mit meinem Holzhandel habe ich mich spezialisiert auf Unikate, auf einzelne Stämme, die ich in der Region im Prinzip einsammle und vor Ort aufsäge. Das heißt, es sind unterschiedliche Holzquellen, unter anderem aus dem Stadtwald, Staatswald, vom Forst sozusagen, dann aus Einzelgärten, Privatgärten, speziellen Anlagen, und wird alles vor Ort aufgesägt und dann sorgfältig hier in meinen Außenlagern erstmal auf Lager geschlichtet und jahrelang getrocknet, bevor dann das Holz anschließend noch in die Trockenkammer kommt. Hier noch ein kurzer Abriss aus meinem Außenbereich. Das ist in meinem Lager hier in Leinfelden, sage ich mal, eine verfügbare Rohlingsauswahl, die ich habe. Verschiedenste Holzarten, große Bohlen, auch für Bartheken, für lange Stücke, Zwieselstücke, Scheiben habe ich hier, Stammabschnitte. Die Idee dafür sind im Prinzip Couchtischblöcke. Und dann schauen wir da noch kurz rein. Das ist im Prinzip mein Hauptrohlingsvorrat hier, aus dem ich mich auch selbst bediene für die Tischplatten. Da findet man wunderschöne Eichenstücke, zum Beispiel auch für Waschtischplatten oder Couchtische, Zwieselstücke. Ich habe hier Birnbaum, hier sind zwei Buchenstämme drin. Dann haben wir hier wunderschöne fränkische Kiefer, Einzelstücke Birnbaum, hier ein paar Scheiben. Da hinten geht es dann weiter, viel Eiche. In dem Haufen findet man Ahorn, Nussbaum, da hinten so eine Art Resteeck. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von mir. Und ich habe im Abspann noch ein paar kurze Videosequenzen eingebaut von Szenen, die nicht ganz so geworden sind, wie ich wollte. Viel Spaß dabei. Mit mobilen Sägewerksdienstleistungen, die bieten wir auch heute noch an. Des Weiteren sind die... Ich behaupte jetzt auch nochmal, ach Patrick, bei uns kann man sich das auch, sag ich mal, so vorstellen, wir sind keine voll ausgestattete, sag ich mal, Industriewerkstatt mit, wünscht dir was, Hightech-Maschinen. Nee, das läuft anders bei uns. Wir sind ja ziemlich pragmatisch unterwegs und auch noch ziemlich der Tradition verpflichtet. Quatsch.
So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von mir und meinem Unternehmen. Ich habe im Abstand.